Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Wir möchten euch mit natürlich lecker die letzten Kürbisrezepte zeigen für dieses Jahr, welches ihr unbedingt backen müsst, denn es gibt von natürlich lecker so richtig leckere Kürbiskekse und ich habe für euch türkische Börek gebacken mit Kürbis. Das ist auch richtig super, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Für das Rezept von natürlich lecker braucht ihr einfach auf das Rezept anzuklicken, dann gelangt ihr auch sofort auf seinem Kanal. Jetzt kommen wir gleich zu meinem Rezept. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Ich möchte euch heute wieder ein Kürbisrezept zeigen, welches ich eigentlich aus der türkischen Küche habe und euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar Kürbisbörek. Es wird nämlich in der türkischen Küche auch Börek mit Kürbis gebacken, welches auch richtig super lecker schmeckt. Kürbisbörek essen wir eigentlich sehr, sehr gerne. Bevor ich euch die Zutaten zeige, möchte ich euch aber sagen, dass das eine Zusammenarbeit ist mit natürlich lecker, was auch wirklich natürlich leckere Sachen gibt, würde ich sagen. Schaut euch unbedingt sein Rezept an, denn wir haben beide zusammen gleichzeitig die Rezepte hochgeladen, müsste jetzt auch seins online sein. Ich bin nämlich auch gespannt, muss ich mir unbedingt mal angucken. Wie gesagt, schaut unbedingt bei natürlich lecker das Rezept euch an und möchte euch jetzt sofort mal die Zutaten zeigen. Wir brauchen natürlich erstmal Kürbis. Ich habe mich diesmal für diesen Kürbis entschieden, das ist Speisekürbis. Man kann hier die Schale nicht mit essen. Ich werde den Kürbis einfach in Scheiben schneiden, die Schale abmachen und dann einfach mit einer Reibe reiben. Den Kürbis habe ich schon geschnitten, das Innere einfach herausgenommen. Dann habe ich die Schale einfach abgeschnitten. Das geht sehr, sehr schnell hier bei dem Kürbis und habe es dann einfach gerieben. Wir brauchen noch Walnüsse, die habe ich einfach so grob gehackt. Dann Zucker nach Wunsch, Öl und ein Ei, um das Gebäck zu bestreichen. Und dann brauchen wir natürlich Yufka. Den bekommt ihr im türkischen Laden. Ich habe hier 4 Stück. Ich werde jetzt einfach ein Yufka aufmachen. Und dann könnt ihr einfach mit einem Löffel Öl darüber geben. Dann kommt Kürbis rein. Ihr könnt das entweder auf eine Seite geben oder verteilen, aber ich gebe das lieber auf eine Seite. Und über den Kürbis könnt ihr einfach Zucker bestreuen. Ihr fragt euch bestimmt, wieso ich jetzt Zucker mit dem Kürbis nicht vermischt habe. Das mache ich bewusst nicht, weil Kürbis sonst wässrig wird. So, nun könnt ihr Walnüsse darüber geben. Und Yufka einfach einrollen. Ich mache das jetzt von beiden Seiten, damit ich 2 Stück habe. Dasselbe machen wir hier auf dieser Seite auch. So, jetzt könnt ihr das einfach in der Mitte durchschneiden. Stück zu einer Schnecke formen. So, jetzt werde ich das Gebäck einfach mit Ei bestreichen und bei 180 Grad schön goldbraun backen.
So, mein Börek mit Kürbisfüllung ist raus aus dem Ofen. Ich werde den natürlich für euch nochmal anschneiden und auch noch probieren. Also ich habe meinen Kürbisbörek schon probiert. Das ist richtig super, super lecker und saftig geworden. Ich kann es nur empfehlen, weiterempfehlen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Probiert das unbedingt aus. Ihr könnt das entweder mit fertigem Jufka machen oder aber auch den Teig selber vorbereiten. Wie gesagt, nicht vergessen bei natürlich lecker reinzugucken. Ich bedanke mich natürlich herzlich bei ihm. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren dieses Rezeptes und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.